gibt's nicht. Boah, und ein blöder Tiger hier und... Mein Gott, Miezekätzchen, lass mich doch in Ruhe. Okay, Miezekätzchen ist nicht weg. Okay, also ist es insoweit mies. Sobald das Mietool schießt, ist auch dieser Tiger alarmiert. Ach komm, weg mit dir. Oh Mann. Also es tut mir gerade echt leid. Ich bin gerade echt so ein bisschen wortkarger, aber... Ey, mir fällt auch gerade echt nichts dazu ein, weil das ist... unglaublich. Es ist unglaublich. Egal, wir sind froh über das Leben und alles und jetzt geht's runter. Wow. Okay, das war jetzt aber fair. Also das war jetzt okay, weil, hier hätte ich wenigstens noch eine Chance zu reagieren. Und das ist schön. Mega Man. Oh, was rennst du da rein? Mega. Oh, komm. Also was hat der... Was, Rightly X, was hast du mit deinen Stacheln? Das ist doch abnormal. Komm, wir machen nicht fertig. Au, runter. Oh, wir haben Power Zone und eben. Achso, das wirkt gar nicht. Star Crash. Jo. Also Star Crash war jetzt unser Retter in dem Fall, weil, ey, der hätte mich nochmal erwischt, hätte mir noch mehr Damage gemacht, definitiv. Genau. Zwei Tschü-Tschü-Tschü. Geht toll. Ich freue mich. Komm, komm. Warte, drauf. Oh, okay. Charge Kick. Komm. Oh nee. Und ich muss den Scheiß Sprung machen. Okay, also ich weiß jetzt, wie es zu handhaben ist. Wir müssen hier drauf ballern, wie es nur geht. Und wenn es passt, dann... Oh, ho, ho. Ey, also irre. Irre, irre. Aber egal, Star Crash hat auch hier wieder zugeschlagen. Und weiter geht's. Jump. Okay. Jetzt kommen noch zwei Mietools. Und dann kommt der zweite Boss. Und ja, da werde ich ein Leben verdienen, ich weiß es. Oh, ja, und das ist nicht schlimm, weil hier gibt es schon wieder ein Leben. Haha, sehr schön. Okay, ihr Mietool kennt mich mal. Jo, es ist dieser Boss. Ich habe jetzt nicht den Namen von dem Teil, aber... Ja, komm, mach mich hier, komm. Komm, töte mich. So, gut, tot. Seine Schwäche ist Gyro-Attack, aber ich habe sie natürlich mit Absicht jetzt nicht verwendet. Ich will ja... wie sagt man, keine unnötige Munition verschwenden, denn die ist leider rar. Und damit kommt dieser Boss schon wieder zu uns. Und Feuer, ich habe verkackt. Oh nein. Ey, ich treffe den gerade nicht. Das ist doch peinlich. Ich treffe den Boss nicht. Und ich lasse... Nein, ich lasse mich lieber treffen. Super. Super tolle Taktik. Stardust, da hast du eine super tolle Taktik dir ausgedacht. Wahnsinn, du bist der Beste. Aber hey, ich habe jetzt ein Item gebraucht. Jetzt machen wir fertig. Jetzt treffen wir auch. Naja, größtenteils. Oh, ich krieg den auch. Ich krieg den jetzt. Das ist mit... Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn erledigt. Oh, endlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin... Also, boah, wir sind jetzt... Jetzt kommen wir zum Ende vom Spiel. Endlich. Zum Refights. Aber... ich hoffe mal, dass... Okay, ich brauche eh bald nicht mehr Special Weapons. Oh, jetzt sind wir ja eh dann bei den Refights. Endlich. Wahnsinn. Also, boah. Das waren jetzt die... Ey, das waren jetzt echt üble Stages. Ehrlich. Also, das war richtig übel. Ja, da ist ein Mietool. Da ist es. Nein, nicht wieder so eine Killerkampfkatze. Und auch eine Killerkampfkatze. Sag mal. So. Jetzt aber. Okay, gehen wir mal hier los. Wer kommt hier? Ach, kommt gerade Chargeman. Sehr gut. Komm, Feuer. Komisch irgendwie. Jetzt muss man irgendwie pixelgenau losballern bei Chargeman, sonst trifft man ihn nicht. Wenn ihr anfangt zu schießen, dann reicht das schon nicht mehr. Aber wenn ihr einen aufgeladenen Bastoschuss habt, den gleich losheizt, das trifft. Ich denke mal, das ist wirklich frame genau, muss man da sagen. Get Chargeman! Wow! Ach, scheiße. Also, Chargeman, wie auch das letzte Mal, ist machbar. Wenn man seinen Pattern kennt und es dann halt sein, er kann nochmal plötzlich auf euch zurennen. Kann ich gleich vorwarnen. Aber wir kriegen es hin. Bam. Das war schon mit Chargeman. Und der nächste. Wer ist denn als nächstes fällig? Es ist... Napalman in einer komischen Stage. Aber es leuchtet nicht und das ist schön, nicht wahr, Napalman? Wow. Eieiei. Napalman, was geht bei... Boah, was geht bei dir heute ab, Napalman? Du bist ja heute richtig aktiv. Wow. Da meine ich nicht, Napalman. Au. Also, ich lasse mich gerade von Napalman treffen wie die Sau und er ist erledigt. Und weiter.
Okay, wer kommt als nächstes nach Nappa-Man? Okay, ich sehe es schon. Crystal Man, das sieht man sofort. Oh ja, in dieser Gemini-Man-Stage, in der Art. So, Gyro Attack ist deine Schwäche und die benutzen wir jetzt auch. Ah ja, also ich sage, Crystal Man mit Schwäche ist ultra einfach, ehrlich. Mit Schwäche kriegt ihr den ziemlich schnell down. Das ist jetzt wirklich bloß... Au. Ja, genau, ich lasse mich nicht von Crystal Balls treffen, ich lasse mich von ihm treffen. Das ist noch besser, genau. Also, das war's mit Crystal Man und es geht schon weiter zum nächsten Boss. Und es kommt... Oh, Starman! Hallo, Starman! Okay. Also, ich sehe schon, wenn ich da mal wirklich dann Mega Man 5 mache, dann sollte ich... Ist es normal, dann muss ich wieder zeigen, dass ich Mega Man Skills habe. So, und wenn ihr Water Wave habt, ehrlich, der arme Starman, er kann kaum was machen. Er macht sein Shield und... Oh, das hat aber weh, Starman. Da, weg mit deinem Schild. Und er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Starman erledigt. Nächster. Mann, oh Mann, wir kommen jetzt... Ah, ja, aber wenigstens die Bosse kriege ich einigermaßen gut hin. Das ist schon mal etwas. Und es kommt der Gyros-Mann. Was bringst du uns heute, Gyros oder Döner? Okay, wir brauchen Gravity Hold. Und das macht diesen Kampf ultra einfach. Gravity Hold macht diesen Kampf sowas von ultra einfach. Ehrlich, es ist nicht mal mehr anstrengend. Zack und durch. Weiter. Wer kommt jetzt? Ich tippe auf... was könnte man nehmen? Ich sage, jetzt kommt Waveman. Und ich habe Unrecht. Es kommt Stoneman. Und der mag Bomben. Gell? Du magst Bomben, weil du der beste Freund von dem Bombman bist. Ironischerweise ist das nicht wahr, sondern ironischerweise ist er der beste Freund von Gutsman. Irgendwie passt das aber. Die zwei Großen da... Und oh, ich glaube, ich wollte nur Stoneman treffen lassen. Du bist aus, ob das nicht passiert. Okay, wer kommt jetzt? Jetzt kommt Waveman. Okay, dann war ich nur eins zu weit. Warum nicht? Warum nicht? Seine Schwäche ist Charge Kick. Er ist auch mit dem Buster machbar. Aber mein Gott, wenn wir schon seine Schwäche haben. Au. Aber es ist komisch, wenn ich seine Schwäche benutze, kriege ich meistens mehr Damage, als wenn ich ihn ohne Schwäche mache. Aber egal. Tod ist tot. Wir kriegen das Leben wieder aufgefüllt. Und es fehlt nur noch einer. Und der hat die Schwäche Star Crash. Yo, es ist Gravity Man! In dieser Sparkman-mäßigen Stage, was ohne Bling Bling. Übrigens, wer von euch kennt eigentlich diese Raving Rabbits-Spiele für die Wii? Müsst ihr mal. Ich sag's euch, das müsst ihr mal gespielt haben. Es ist so hirnlos, dass es Spaß macht. So, Gravity Man, das kannst du vergessen. Ich lass mich nicht von dir beballern. Und damit ist auch Gravity Man durch und wir kommen zu Wily! Ja, also ich denke mal, die Refights gingen jetzt relativ schnell. ich bin froh drüber, weil das kann auch... Oh, oh. Und zack. Dr. Wily hier ist sehr einfach. Ich meine, jetzt haben wir hier zwei Stachelbetten. Aber das ist okay, das ist machbar. Nee, war Wily. Ja, wir kriegen dich schon fertig. Oh, da kommt er. Und bam. Mein Gott, das macht die ganze Sache jetzt irgendwie einfach. Wow. Also ich weiß nicht, weil... im Moment war ich immer so, dass eins in der Mitte war. Und irgendwas stimmt mit der AI nicht von Wily. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, bei Wily ist es so, er ist sehr einfach, wenn er im Raumschiff hockt. Er will euch zermatschen. Was er aber nicht hinkriegt. Wir machen dich nämlich fertig, Dr. Wily. Wow, da wollte ich lieber ausweichen. Wir hätten ihn zwar treffen können, aber na, Sicherheit geht vor. Das kam mal die Frage. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist da eigentlich jemals jemand in solche Stacheln gefallen bei Wily? Ich meine nicht, dass ich jetzt der Erste sein möchte, aber... Boah, Wily, du dumme Drecksau. Komm, greif an. Schon wieder! Ey, Wily, jetzt erwischst du mich aber gerade, Wily, ey. Ach komm, das war's. Nee, oh, er hat noch eins. Er hat noch ein Leben. Komm, 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 greif an. Jo, das war's. Nee, wirklich, ist mal jemand in die Stacheln gefallen? Also mit A, also ich meine wirklich auszusehen, weil er irgendwie in der Hitze des Gefechts irgendwie gegen Wily reingefallen ist. Nicht mit Absicht, das zählt nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir zum letzten Boss. Dr. Wily himself. Mann, oh Mann, wir haben uns jetzt gut geschlagen eigentlich mit Safe States. Ja, ich weiß, ich bin unverbesserlich. Ich heul rum, weil ich Safe States benutze und dann freue ich mich drüber. Aber was soll's? Es ist wirklich so. Ich meine zum Beispiel, natürlich, klar. Natürlich, und sonst geht's unserem Herrn Wily natürlich gut. Natürlich, ja. Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Aber oh gut, wozu können wir Bescheid? Fail. Und jetzt drüber und... nein! Noch einer. Ey, komm. Also, du kannst ja viele, aber das ist ja... Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht.
vor Wily und dann darf ich auch nochmal halb so, halb tot mich bei ihm melden. Also, nee, 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 das geht ja mal gar nicht. Und E-Tank, oh yeah. Und da kommt noch ein Laserteil und nein, natürlich, da kommt noch eins und ich bin... Ey, das gibt's doch nicht. Und wir fangen wieder hier an. Wie machen wir's? Rashtet wird uns nicht helfen. Coil? Eigentlich... Aber, ja, wenn ich den Damage nehme, dann... Ja, okay, die Rakete trifft mich. Die macht weniger und runter. Und gleich wieder den Buster rein. Oh Mann, also das ist ja... Oh. Also das ist eine Stage des Grauens, ehrlich. Das ist eine echte Stage des Grauens. Aber gut, müssen wir mitleben. Ich meine, komm, lass Eddie aus und vorwärts. Okay, nochmal treffen lassen und durch. Durchkomm. Es geht so. Was? Ja. Was? Ich kann den nicht. Hä? Ich kann den nicht verwunden. Na gut, nochmal. Mein Gott, nehme ich halt Charge, krieg ich mir doch egal. So, es kommt der erste Dr. Wily. Seine Schwäche ist Super Arrow. Und da wir kaum noch was davon haben, müssen wir uns halt mit Buster begnügen. Wow, irgendwie... Boah, komm schon, du mit deinen blöden Raketen, Wily. Hey, das gibt's echt nicht, aber egal, E-Tank. Also das muss ich sagen, also vom Level-Design her sehr unfair gestaltet. Also ich meine, es ist ganz nett gemacht, der Hack, aber ganz ehrlich, ich habe den ersten mehr gemacht. Der war nicht ganz so unfair, also den finde ich jetzt fast schon ein bisschen übertrieben irgendwie. Wenn man es jetzt schon mal so ein bisschen ins Resümee nimmt, ein bisschen arg unfair war er schon. Also, aber gut, andererseits, hallo, ich mag nur Constancy. Ich mag auch den Hack hier, keine Sorge. Wo tauchst du auf? Toll, weil die hier nicht treffen, Wily. Jo, wir sind jetzt auf den Buster angewiesen. Im letzten Kampf gegen Dr. Wily, the bad guy himself. Ja. Aber wir haben ja schon festgestellt, er ist so ein bisschen wie Robotnik. Ah ne, das habe ich gerade gesagt. Er ist wie Robotnik. Und er sucht auch andauernd Pingis. Ja, ich habe gerade Pingis gesagt. Wie, ihr habt das anders verstanden? Ja, das ist doch das. Gut, das ist wahrscheinlich nicht die Intention der Serie, dass es sich so anhört wie Pingis. Aber es ist nun mal so. Ich find's geil. So, kriegen wir Dr. Wily ohne einen weiteren E-Tank fertig. Ich zweifle ein bisschen dran, aber mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich meine, der Kampf ist ultra einfach, wie ihr seht. Ihr müsst einfach nur warten, wo er auftaucht. Er taucht jetzt direkt unter uns auf diese Drecksau und ja. Oh, wisst ihr was, wir haben noch genug für. Puh, ich fühle mich jetzt schon besser. Wir sind jetzt wieder im Vorteil, Wily. Jetzt musst du es einfallen lassen. Genau, bombardier uns von oben. Ich glaube, wenn er das die ganze Zeit macht, hätten wir keine Chance. Aber das macht er glücklicherweise nicht. Der lässt uns trotzdem noch die Chance, ihn zu treffen. Zum Glück. Manchmal. So, und auch hier wieder geschafft. Hilfe, ich bin weg. Wily Coyote. Super Genie. Das zergeht auf der Zunge wie Butter. Kennt ihr das? Das ist aus dem Film Bugs Bunnys wilde Verfolgungsjagd. Da gibt es auch Wily Coyote. Und in diesem Cartoon-Clip, wo er vorkam, war es dann so, Wily Coyote, Super Genie. Das zergeht auf der Zunge wie Butter. Also, ich glaube, das könnte zu Wily passen. Wily irgendwas. Das zergeht auf der Zunge wie Butter. Ne, Super Genie habe ich vergessen. Aber das würde irgendwie übelst gut zu Wily passen. Ich weiß auch nicht. Weil er meint doch immer, er ist doch hier dieses Super Genie. Aber irgendwie lässt er sich trotzdem immer besiegen. Jo, ich mache einen kleinen Victory Dance, Victory Dance. Ich weiß doch, wie es ausgeht. Okay. Warum war Wily in der Kapsel, aber gleichzeitig dann da draußen? Hä? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, lass, so schnapp ihn! Feuer! Feuer! Mega Man wird dich schießen, oder? Er schießt nicht. Jetzt kannst du nicht mehr treffen, Mega Man. Mach Power Stone! Und damit befreit Mega Man Dr. Light. Oh Gott, was ist los? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich kenne Mega Man 5 das Ende auch noch gar nicht. Ja, Mega Man muss jetzt diese Wand halten. Mein Gott, hat der Muckis, du. Und er stinkt aus den Achseln. Deswegen schreit wahrscheinlich Dr. Light. Und das macht jetzt keinen Sinn. Die hauen da ab, wo es da hingeht. Und es bleibt trotzdem stehen. Und unten rechts seht ihr übrigens Photoman. Da fliegt Wily gerade weg von seinem Schloss. Und Light und Mega Man stehen da und gucken zu. Ja, und da würde ich sagen, das war's.
Also, jetzt mal nochmal im Resümee für diesen Hack. Er ist wirklich, er ist schön gemacht, wirklich. Es hat auch ein paar schöne Herausforderungen, aber leider ist er auch teilweise etwas sehr unfair geraten. Leider. Also wenn ich da so an die Napaman-Stage, dann die Wily-Stages, Darkman-Stages denke, es ist unglaublich, wie unfair der ist. Es ist unglaublich. Also, nee, also, es ist so, also, ich meine, der Hack ist gut. Wirklich, er ist ein guter Hack. Es ist einfach bloß dieses, gerade, was ich gesagt habe, diese unfairen Stellen ein bisschen. Ich meine, es ist natürlich, es gibt Schlimmeres. Aber es sollte halt, es ist noch relativ ausbalanciert. Sag mal so, die ersten sieben Stages aus der Napalman sind machbar. Die sind okay, die haben auch nicht zu viel unfaire Stellen. Größtenteils. Aber ich finde, nachdem man dann alle acht erledigt hat, fängt das an, eher an, frustrierend zu werden, ganz ehrlich. Es ist ein bisschen zu arg. Also jetzt halt von meinem Stand aus, als jetzt im Moment durchschnittlicher Mega Man-Zocker, also klassischer Mega Man-Zocker, weil ich halt noch nicht so die Übung habe, obwohl ich gestern erst jemanden Mega Man 1 mal kurz so gezeigt habe. Also, ist auch egal. Auf jeden Fall, ihr könnt mal, probiert mal aus den Hack. Ich werde euch... habe ich den Link eigentlich reingeschickt? Ich glaube, den habe ich das letzte Video gar nicht reingemacht. Ich tue euch mal den Link an die Beschreibung hängen mit dem Download, wo ihr die IPS laden könnt. Und... ja, probiert mal selber. Vielleicht seid ihr natürlich auch jetzt ein bisschen geübter als ich. Ich bin aus dem klassischen Mega Man gerade irgendwie übel raus. Warum auch immer. Ich bin halt irgendwie jetzt gerade so ungeübt. Ist ja nicht schlimm, ich meine, das soll vorkommen, aber... ja, ihr wisst ja. Und ich muss mir auch gleich auch entschuldigen. Ich bin heute wirklich ein bisschen ruhiger gewesen. Wirklich, es geht mir halt auch gerade nicht so gut. Gesundheitlich. Und ich habe mir jetzt halt gedacht, ich will heute trotzdem halt noch was geben. Morgen oder übermorgen werde ich Gags auf jeden Fall spielen. Ich werde jetzt Gags fertig machen, bevor ich irgendein anderes neues Projekt anfange. Das hat jetzt erstmal höchste Prio. Und wenn das gemacht ist, dann schauen wir mal, was so weitergeht. Ja? Also auf jeden Fall, das ist jetzt von mir wirklich versprochen diesmal. Nicht geplant, versprochen. Morgen oder übermorgen wird Gex jetzt weitergemacht. Und zwar bis es beendet ist. Also ich werde jetzt nicht den ganzen Tag zocken, bis es beendet ist, sondern ich meine, ich werde es auf jeden Fall jetzt durchziehen erstmal. Wirklich komplett. Und keine Unterbrechung mehr zwischen reinschieben, ja? Gut, und dann würde ich sagen, presented by Capcom. Und eigentlich müsste da noch stehen, and also by Rightly X. Und damit war's das. Also, dann würde ich sagen, mir hat's auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch, trotz meiner Stille. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Star, das war 33.